Ich wusste gar nicht, dass du dich so gut mit Laufvögeln auskennst. Was? Ich bin totaler Fan. Ach. Laufvögel sind fit und sportlich, haben kaum Fett, so gut wie kein Cholesterin und sind unglaublich zart. Geschmacklich irgendwo zwischen Gnu und Flamingo. Liebe Läuferinnen und Alleinerzieher. Liebe Kopf-in-den-Sand-Stecker. Hallo Aasfresser. Bis vor kurzem war die sehr seltene Großtrappe der größte Vogel Deutschlands. Und jetzt lass mich raten, die Größertrappe. Nein, es ist der Nandu. Nanu? Nandu. Ja, schon klar. Ich meine nur Nanu. Der Nandu lebt doch in Südamerika. Eigentlich schon. Vor allem in der Pampa von Argentinien, Paraguay und Uruguay. Man darf sie aber nicht mit den Straußen oder den Emus verwechseln. Die sehen zwar ähnlich aus, leben aber in Afrika bzw. Australien. Aber wie kommt denn der Nandu jetzt nach Deutschland? Vor 20 Jahren sind mehrere Vögel aus einer Straußenfarm ausgebrochen. Ich dachte, Nandus sind keine Strauße. Ja, aber Menschen haben doch keine Ahnung. Alles, was schwimmt, ist ein Fisch. Alles, was fliegt, ist ein Vogel. Auf Land ist ein Pferd. Jedenfalls streifen die Nandus jetzt durch MacPom. Durch die Pommes von McDonald's? Mecklenburg-Vorpommern. Was ist denn los mit dir heute? Ich hab Hunger. Eigentlich ist das Klima in Norddeutschland zu kalt für die Nandus. Aber die milden Winter der letzten Jahre hat der Nandu-Nachwuchs überlebt. Nandu-Hähne sind übrigens wie die meisten großen Laufvögel alleinerziehende Väter. Die Ladies haben da nicht so Bock drauf. Echt nicht? Die Kleinen sind so putzig. Wollen wir da mal hinfahren? Die Bauern finden sie nicht so putzig. Die Nandus haben nämlich ganz schön Appetit. Genau wie ich. Lass uns da hinfahren. Die verputze ich.